16. März 2023. Das ist das neue Auto von Hartmut Konrad. Er hat einen wirklich sehr bekannten YouTube-Kanal. Er heißt Hako. Hier ist Heiko Hülsmann. Du hast einen sehr unbekannten YouTube-Kanal, der heißt Heiko. Den gibt's gar nicht, genau. Den gibt's gar nicht. Wir sind bei Vario Mobil. Hartmut, toller Mann, muss ich sagen. Er zieht die Leute wirklich mit. Ja. Ist schon wirklich Kunde. Da kannte ich Vario Mobil noch gar nicht. Das war so. Und fährt ein sehr ähnliches Fahrzeug. Irgendwie nach, ich glaube, 12 Jahren hat er gesagt, komm, ich tausche ihn mal aus. Und hat denn nach seinen Wünschen ein Fahrzeug bauen lassen bei dir? Wir werden ihn ganz kurz nur vorstellen, denn die komplette Vorstellung gibt es auf seinem Kanal. Genau. Kanal sehr sehenswert. Um was geht es bei dem Kanal bei Hartmut? Naja, er macht ja sehr viele Reisen. Er ist im Reisemobil in einem Vario Star unterwegs und zeigt dann die Campingplätze vor Ort. Sagt, wie sie zu befahren sind, wie sie zu erreichen sind. Große Autos für kleine Autos. Und erklärt was dazu. Und das auf eine ganz charmante und angenehme Weise, wo du wirklich sagen kannst, Mensch, kann ich mir anschauen, macht wirklich Spaß und es ist informativ und das macht den meisten Leuten Spaß. Naja, und dann wie gesagt, eben mit Hartmut und auch der Rita zusammen, seiner Frau, die machen das ganz niedlich. Das ist ein sehr kompaktes Fahrzeug. Ist er unter 7,5 Tonnen? Ja, das ist ein Fahrzeug bis 7,49 Tonnen. Ein MAN TGL, ein 8220. Das heißt, ein 8,8-Tonner, der auf 7,49 Tonnen abgelastet wird. Das ist ein Fahrzeug, da sind zum Beispiel Gartenbauer, lokale Gartenbauer, die viel zu transportieren haben, unterwegs mit zum Beispiel Dreiseitenkipper oder sowas? Ja, genau. So einen Dreiseitenkipper macht man davon oder auch Möbeltransporte, Umzugsfahrzeuge. So ein Nahverkehrs-LKW ist das, ne? Also kein riesiger LKW. Hubraum, was hat der? 5 Liter? 4,2 Liter. Mhm. Also auch kein riesengroßer Motor, ein Vierzylinder in diesem Fall. Aber die Fahrzeuge laufen sehr schön, sind auch vom Verbrauch her sehr angenehm und haben mittlerweile auch sehr viele Helferchen mit Abstandsregeltempomat und Spurführungsassistent und so weiter. Ja, wir haben eben ein Fahrzeug gezeigt, 6.500 Baustunden. Da waren 10 Meter, nee, und 12 Meter, glaube ich, nee, 10,80 Meter, 10,80 Meter, den wir gezeigt haben. Mhm. Sind wir hier genauso viel? Weil der Aufwand, ich meine, der hat auch 4 Räder, der hat auch einen Innenraum, also ein paar Tausend gehen da rein, oder? Ja, klar. Also nur weil er kürzer ist und ein bisschen kompakter ist, heißt es nicht, dass du sofort sehr, sehr viel weniger Stunden nimmst. Ja, hier gehen natürlich weniger rein, das muss so sein. Er hat ja kein Slide-Out, er hat keine PKW-Garage. All die Dinge machen das natürlich, dass er da schon schneller fertig ist. Aber auch in so einem Auto stecken nachher ja so um die 3.500 Stunden. So, und das ist Bohmte. Was ist das für eine Straße, die L? Das ist die große B51, die Richtung Norden führt, hier links runter, Richtung Bremen. Die geht sogar durch Trier, die B51. Das ist so, wer weiß ich. Ja. Tolle Bundesstraße, aber wir sind in Niedersachsen in einem L, eingeschlossen von Nordrhein-Westfalen. Also ihr seid im südlichsten Zipfel von Niedersachsen, oder? Kann man sagen? Ja, so ungefähr. Mhm. So, hier haben wir eine tolle Bereifung. Das ist nicht die ganz kleine, auch nicht die ganz große. Der Vorteil ist, die Abrollgröße ist einfach größer, sehr komfortabel. Ne? Naja, das ist 17,5 Zoll Bereifung. Das heißt eben, wie die kleinen LKWs so sind. Und wenn du jetzt hier so an der Karosse mal schaust, das sieht halt schon schön aus, ja. Schön, schön außenbündig. Also ihr musstet da keine Spurverbreitung drauf machen, nein, nichts, oder? Das, so ist das Original. Auch vorne siehst du das, wie das schön bündig steht. Und so wie es eben aussieht, fährt so ein Auto dann auch, ja. Das sieht ja schon satt aus. Das heißt, das Fundament, dieses Fahrgestell, was du darunter hast, das ist schon mal erstmal die richtige Basis, um dann so eine Karosse da drauf zu bauen. Das ist ja oft so, wenn man 7,5 Tonnen auf Daily baut, da muss man schon so eine White Axle drauf machen, damit der überhaupt mal rauskommt. Dann ist der Abrollumfang natürlich viel geringer von den Reifen. Das sieht schon mal komisch aus, sagen viele. Ich meine letztendlich fahren tun ja auch. Aber es ist schon was ganz anderes. Hier reden wir von einem LKW-Fahrgestell. Ja. Also wir reden von einer Druckluftbremse. Wir reden von einer Motorbremse, die hier eingebaut ist. Wir reden ganz klar von mehr Hubraum, mehr Drehmoment. Von einem robusteren Auto, so muss man es, glaube ich, sagen. Und der ist ja wahrscheinlich für so ein Fahrzeug nicht unterfordert, aber zumindest die richtige Basis. Denn auch bei einem Fünffamilienhaus will ich das Fundament von einem Fünffamilienhaus darunter haben und nicht das von einem Einfamilienhaus.
hat sich der Hartmut aber schöne Felgen geleistet. Also wir wollen ja nicht ins Detail eingehen, aber das sind tolle Felgen. Ich denke, da hat man aber auch toll investiert. Der Vorteil von der Alcoa? Gerade beim 7,5-Tonner Gewichtsersparnis, das heißt, bei so einem Fahrzeug spart man dann mit allen Rädern zusammen ungefähr 50 Kilo. Und das ist natürlich beim 7,5-Tonner, denn da müssen wir schon aufs Gewicht ein bisschen gucken. Und du kannst hier einfach nicht sagen, oh, jetzt mal hier so richtig rein mit Feinsteinzeug und kommt nicht drauf an. Nein, hier musst du schon ein bisschen gucken. Dass du gewichtsmäßig ein bisschen aufpasst. Trotzdem soll natürlich so ein Fahrzeug auch schön ausgestattet sein. Aber ich glaube, das ist hier ganz gut gelungen und ist ein schickes Fahrzeug geworden. Sag mal, ich kenne mich ja mit Holz nicht so aus. Ist das Birne? Nein, das ist Asteiche. Finde ich sehr schick. Viele sagen, boah, das sieht ja aus wie in so einem Chalet. Und finde ich, kann man auch sagen. Also du hast das Holz auch mit so einem Naturholzeffekt lackiert. Sieht total schön aus. Sieht aus wie, weiß gar nicht, wie in so einer bayerischen, ganz modernen Hotelanlage. Ja, genau. So auch. Und es ist trotzdem warm, aber irgendwie auch hell. Und das ist so die gesunde Mischung. Also ich finde es klasse. Der hat einige Helferlein an Bord. Hier die Kamera, die ist wahrscheinlich nicht als Dashcam, sondern die hängt an einem Computer. Genau, das ist der Lane Guard Assist, also Spurassistent und Abstandsregeltempomat gibt es dann hier unten nochmal unterm Kennzeichen. So ein Radar, oder? Was ist das? Genau. Und dadurch werden natürlich auch diese kleinen Autos immer sicherer und für den Kunden immer komfortabler zum Fahren. Und da wird der Hartmut sich freuen, weil das hat er natürlich bei seinem jetzigen Auto von vor 12 Jahren noch nicht. So, also schaut euch das Video an. Es ist in voller Länge, wird das also wirklich wahrscheinlich alles zeigen mit allen Nummern dran. Wir werden jetzt nicht jede Klappe öffnen und so weiter. Das ist natürlich Sache vom Hartmut. Full-LED-Beleuchtung? Ja, auch das. Mhm. So, Full-LED, das ist das neue Markengesicht, jetzt auch transferiert auf die 7,49-Tonner. Haben wir gezeigt, das erste Mal, wo der rauskam. Die Farbe, wie nennt sich die Farbe? Ja, das ist so ein, also kein reinrassiges Silbermetallic, sondern so ein bisschen in den Sandton herein. Das ist ein eigener Ton von uns, den wir haben anmischen lassen. Ich find's schön, weil er so ein bisschen Wärme ausstrahlt und trotzdem nicht gleich so goldig wirkt, ja. So, hier vorne sind die Aufnahmeeinheiten für die Ameisenspiegel, die später draufkommen. Die werden dann später noch montiert. Nee. Film mal von der anderen Seite, dann siehst du da so ein paar Linsen. Also das ist elektronisches. Genau, Miracam für den Vario Star. Beim Perfect haben wir es ja auch schon länger hier jetzt für den Vario Star gemacht. Super System. Das Auto sieht schnittig aus. Und technisch ist das einfach das Maß der Dinge im Moment und ich sag mal, in 5 Jahren wird man von nichts anderem mehr sprechen. Du hast hier eine Rundumsicht, die ist nochmal stark verbessert durch die gebogene Scheibe. Dadurch, das sind die Zentimeter, die teilweise fehlen, die sind hier mit dabei. Du siehst hier, du kannst einmal quer durchgucken. In der Praxis, das sind oft nur wenige Zentimeter, die den Unterschied machen zwischen, ich sehe den Radfahrer nicht. Ja, und darauf kommt es eben an, wie breit ist so eine A-Säule. Oder wie schmal ist sie eben, sodass ich da ein tolles Gefühl habe, eine tolle Übersicht habe. Und das ist auch hier beim Vario Star wieder gelungen, dass das Auto einfach sehr, sehr übersichtlich ist, trotz der 8,20 Meter. Aber er ist eben auch nur 2,30 Meter schmal, ja, also 20 Zentimeter schmaler als der Perfect. Und ja, so macht es das zum echt handlichen Auto. Hier vorne sieht man die Aufbauten, die höchstwahrscheinlich im vorderen Bereich sind. Alles, was ein bisschen hoch aufbaut, ist nach vorne verrückt, damit eben auch die Höhe gespart wird. Man könnte aber von der Höhe noch hinten aufbauen. Der ist nämlich keine 4 Meter hoch, oder? Nein, die Vario Stars sind 3,40 hoch über alles, also auch über Sat-Antenne. Und das ist eben das Schöne. Derjenige, der sagt, ich möchte so ein zartes Auto haben, der will natürlich A, ein schmales, aber auch ein niedriges Auto haben. Und das kann er hier bei uns bekommen in Form des Vario Stars. So, und hier haben wir Seitsfenster erstmalig verbaut. Ja. Kunststofffenster, das Ganze, da sparst du richtig Gewicht. Mhm. Und darauf kommt es an. Und nichts gegen die Echtglasfenster, die dämmen natürlich nochmal mehr Geräusche und so weiter, sind noch ein bisschen kratzfester, aber die wiegen halt richtig viel. Genau, und ich finde, dadurch, dass man die jetzt optisch gut hinbekommen hat, tut das dem Ganzen keinen Abbruch. Das Auto sieht toll damit aus. Gewicht ist eben das Thema beim 7,5-Tonner, deswegen setzt man die hier ein. Und naja, wenn dann so ein Fensterflügel mal verkratzt sein sollte, dann muss man den Fenster austauschen. Und das ist ja machbar.
Die kosten auch nicht die Welt, außer man kann es später sogar noch nachrüsten. Da habe ich einen Anbieter gesehen, der schneidet die raus, irgendwie baut die um und dann gibt es Echtglas rein beim Salzfenster. Was beeindruckend ist, ist natürlich euer Konzept. Die sind alle handlackiert. Wir sprechen von einer Seitenwand aus Glasfaser, verstärktem Kunststoff, kein Alu. Das heißt, der Fahrradlenker, der dagegen fliegt, der macht keine Delle rein, oder? Genau. Das ist der Vorteil an GFK. Das ist sehr robust, sehr resistent gegen solche mechanischen Eingriffe, Beschädigungen. Und selbst wenn die mechanische Einwirkung mal so groß sein sollte, dass da irgendwas wäre, kriege ich natürlich immer irgendwie hin, wenn ich jetzt einen Zimmermannshammer nehmen würde und da ein Loch einschlagen wollte, kräftig, dann würde ich das wahrscheinlich irgendwann hinkriegen. Dann lässt sich GFK eben super leicht reparieren. Man würde es laminieren, anspachteln, lackieren, fertig. Und dann ist es für immer weg. Ja, Dr. Schlicht nennt man dich auch in der Branche, denn die ganzen Varios sind nicht dadurch bekannt geworden, dass da draußen jetzt Bart Simpson lackiert wurde oder sowas, sondern das Ganze ist so ein bisschen Mercedes-like, sehr zurückhaltend. Sorry, wenn ich das sage, aber ich finde... Hast du genau richtig erkannt, das darfst du so sagen. Aber ich finde es einfach super schick und das ist halt so weniger ist mehr. Runtergefahren, weniger ist mehr. Und guck mal hier, was da fährt. Premiere. Das ist der, den wir vorhin auch schon gefilmt haben, Sven. 12 Meter, Dreiachser, eben nachlaufgelenkte Achse. Hat jetzt rote Nummer, fährt zu Mercedes. Ihr macht jetzt die ganzen Abstimmungen bei Mercedes. Jawohl. Der ist noch nicht fertig, wird in 4 Wochen ausgeliefert. Ein großes Video drüber gemacht. Das ist das größte Ding, was ihr habt. 12 Meter, 3 Achsen, mehr geht nicht, oder? Ja, 12 Meter ist das Maximale. Gut, der hat jetzt nur 2 Slide-Outs. Was natürlich auch vollkommen ausreicht. Und das Ganze wollen wir jetzt noch mal ein bisschen ausreizen und gehen mal an die Sache ran mit 4 Slide-Outs. Boah, sieht der gerade ziel aus, trotz 12 Meter. Also auch, gar nicht aufdringlich, finde ich. Oder? Das ist das Schöne. Wahrscheinlich sagen die Zuschauer irgendwann, mein Gott, nochmal. Hast du gesehen, wie der um die Kurve kam? Ich kenne das, ja. Das ist die Nachlaufachse, oder? Ja. Das heißt, effektiv hat er nur, was hat er für einen Radstand effektiv? 5,10 Meter. 5,10 Meter? Es gibt einen technischen Radstand, der ist zwischen der Antriebsachse und der Nachlaufachse. Ja. Aber der eigentliche Bestellradstand ist zwischen Vorderachse und Antriebsachse und der ist dann 5,10 Meter, 5,20 Meter. So. Und dadurch ist er eben wendig. Und den fährst du nicht so, dass du sagst, du musst ausscheren und irgendwie überlegen, wo ich langfahre, sondern die Hinterachse folgt der Vorderachse. Und das macht das Ganze sehr wendig und interessant. Kenne ich von der Straßenbahn, von diesen Touristenbähnchen, die rumfahren in den Städten, die 5 Anhänger haben, die Vorderachse folgt der Hinterachse und ist so. Hat zwar gar nichts mit dem Thema zu tun, aber Hauptsache ich habe was gesagt. Ja. Vario Star, ist das der kleinste? Ja, das fängt so bei 8 Meter an. Wie gesagt, dieser ist 8,20 Meter. Schöne Größe, toller Grundriss, für 2 Personen absolut ausreichend und eben knackig. So, Anhängerkupplung, die wiegt ein bisschen was, aber da soll es ja nicht dran fehlen. Da kann man alles drauf machen, zum Beispiel einen kleinen Nachläufer kann man machen, einen 2-Achser. Ja, du kannst bis 3,5 Tonnen da anhängen. Pferd. Pferde, ein kleines Bötchen oder ein Auto ziehen, das, was der Hakko zum Beispiel macht. Das Schöne ist, das macht eben auch das Fahrgestell dann mit. Ja? Der zieht das dann und sagt nicht, oh, die Kasseler Berge, die schaffe ich nicht mehr. Brauche ich hier unbedingt einen Retarder oder langt die Motorbahn? Nein, Retarder brauchst du nicht. Also einen Retarder brauchst du dann irgendwann, wenn du sagst, ich bin wirklich nur in den Gebirgen unterwegs und habe so viele steile Pässe zu fahren. Dann kann man darüber nachdenken, aber ansonsten brauchst du den nicht. So, geht auf den Kanal von Hakko demnächst, also müsst ihr mal schauen, wann es soweit ist. Findet ihr dort das Video, da werden alle Klappen geöffnet. Wir werden einmal ganz kurz in den Kofferraum gucken. Mhm. Ich denke, das ist möglich, denn da sieht man auch schon so ein bisschen die Verarbeitung. Hier vorne ist aus dem Nutzfahrzeugbereich ein spezieller Gummi eingelassen, der dafür sorgt, du trittst mir ins Knick, wenn das nicht stimmt, der dafür sorgt, dass hier kein Regen reinläuft. Genau so ist es. Das sieht man ja förmlich, wenn hier jetzt Wasser runterlaufen würde an der Wand, würde es hier nicht reinlaufen, sondern würde hier seitlich ablaufen. Das ist eben die Änderung, die wir heute gemacht haben bei dem neuen Vario Star. Das gab es früher so nicht. Eben auch mit dieser Linienführung wie beim Perfect. Das hast du eben bei den kleinen Klappen hier genauso, ja, dass hier eben diese Abdichtung ist. Und die bricht auch nicht gleich durch, oder? Nee, machen wir jetzt seit 25 Jahren so, auch bei den alten Perfect schon. Und man kann sie tauschen. Das funktioniert einfach wunderbar und sieht auch noch toll aus, ja.
Sieht toll aus. So, jetzt haben wir hier einmal Full Victron. Mhm. Das war Kundenwunsch und ich glaube, da macht er nichts falsch. Ne? Nee, perfekt, alles gut. Also Lithium, was haben wir hier drin? Wie viele Batterien? 4? Das müssten 2x200 sein, ja. Okay, also 400 Ampere Lithium, Original Victron. Ein Victron-Kombi mit drin, Solar ist auf dem Dach. All das wird euch Hartmut Konrad erzählen. Ich zeige euch nur mal den Raum. Und das Coole ist natürlich keine Ladekante. Das heißt, hier musst du dir keinen Wolf heben, sondern das ist easy. Genau, du kannst dich schön hinsetzen, wenn du mal hier irgendwie draußen was machen willst. Du kannst hier arbeiten, ohne dass du eine Kante hast. Du kannst ein Fahrrad beladen, du kannst alles schön machen. Und es ist stabil, du kannst die Motorrad reinstellen. Die Belastbarkeit? Das ist egal. N. Das kann die. Egal was. Egal was. So, bis zur technischen Überlastung der Hinterachse. Und das wird schwer, weil das Fahrgestell selber 8 Tonnen, was hat er? 8,8 Tonnen. 8,8, den könnte ich auflasten? Der wird nur im Papier bei uns abgelassen. Der wird ja nicht technisch umgearbeitet, sondern es bleibt ein 8,8 Tonner. Und nur im Brief wird dann 7,49 Tonnen eingetragen. Und das ist das Schöne. Das Auto kann mehr. Die Reifentragfähigkeit ist gegeben. Die Bremsen können. Also von oben nach unten und nicht von unten nach oben. Genau. Wir versuchen nicht aus einem 5-Tonner einen 10-Tonner zu machen. Irgendwas zu machen, sondern wir gehen eher runter und haben schon mal absolute Reserven. So, wir haben noch ein paar vor der Tür stehen. Da haben wir uns ein extra Video zu gemacht. Fahrgestelle made by Vario. Zum Glück habt ihr ein paar bekommen, denn daran hapert natürlich vieles. Aber bei 20 Fahrzeugen, mein Gott, da kriegt man das hin. Das hier ist ein verstecktes Staufach. Das werden wir jetzt nicht öffnen. Findet ihr bei Harco. Du wolltest es schon aufmachen. Nee, lass mal sein. Aber mach trotzdem eben einen kurzen Schwenk drin, damit auch wenigstens du es gesehen hast. Ja, ich glaube, wir zeigen einmal ganz kurz, dass wir das sehen. Also wir werden auch jetzt nicht hier groß öffnen. Wir haben zwei Längs-Einzelbetten. Die man verlängern kann? Nee, das ist so, wie es ist. Ja, die sind ja 2 Meter lang. 2 Meter lang, das heißt, links und rechts ist es drin. 2 längs Einzelbetten, man hat indirekte Beleuchtung. Du hast schönes Velour, finde ich. Das macht den Raumklang hinten nochmal toll. Mhm. Nimmt ein bisschen Feuchtigkeit auf, oder? Ja, das brauchen wir jetzt nicht zum Feuchtigkeit aufnehmen, aber... Nein, beim Atmen und so, denke ich, nee. Ja, genau, der ist offenporig und könnte atmen. Boah, ist der zeitlos. Ihr habt grifflose Optik hier drin. Das ist natürlich auch schön. Wir haben eine Dusche mit eingebaut. Wie soll es anders sein? Ganz toller Boden. Das ist in dem Fall wahrscheinlich Vinyl oder sowas. Genau, ein Vinyl. Ist wahrscheinlich dem Gewicht auch geschuldet, aber kaum zu sehen. Ist der Wohnraumteppich dabei bei ihm? Ja, ja. Das ist dabei. Also so ist das fertige Auto. So, dann trete ich mal gerade einen Schritt zurück. Und dann sieht man sehr schön auf der linken Seite ein großes Waschbecken. Auch hier werden wir keine Schränke öffnen. Bitte geht auf die Seite von Harco. Harco mit C, gell? Ja. Und also ich bin großer Fan deiner Marke. Hat aber ein bisschen was damit zu tun, dass du auf MAN aufbaust. Und das gibt es, nicht so viele machen das. Ich weiß, in Franken, da gibt es einen, der baut auch MAN. Aber so ein echtes Vario-Mobil auf 7,49 Tonnen, das ist natürlich schon ein Statement, oder? Ja, sind schöne Fahrzeuge und du siehst es schon am Armaturenbrett. Voll digital. Das Auto ist modern geworden, das ist nicht mehr so LKW-like, wie man das von früher kennt. Das ist halt eine schöne Optik, die ich auch sehen will, wenn ich in dem Auto bin. Hat der Luftfeder Hinterachse? Ne? Ja, genau. Mhm. So, Vorderachse, hat der Schwingsitze, Druckluft? Ja. So, hat er drin. Also das heißt, das, was vorne, aber die fahren schön. Man muss sagen, das ist ja auch eine Frage. Der hat vorne Blattfeder, was hat er? Der hat vorne Blattfeder und das ist eben dann die Kunst, den dementsprechend auszulegen. Das heißt, dass die Gewichtsverteilung passt. Und wenn du das richtig machst, dann ist die Blattfeder. Die läuft wie Butter. Also ich habe ja im Moment auch, das Problem ist ja bei der Blattfeder nicht zu viel, sondern zu wenig Gewicht. Zu viel ist auch blöd, das ist nicht gut, aber zu wenig, dann hoppelt er wie ein Häschen. Ja. Und das auszulasten ist schön. Wir haben eine Barversion, das kann ich euch noch zeigen. Ich setze mich einmal kurz hin. Und also der ist richtig schick und die Sitze, auch die Farbzusammenstellung mit diesem, was ist das, Mokka-Kaffee? Ja, so ein Schlammton, sage ich mal, ne? Finde ich, wirkt schön warm, ist nicht empfindlich und integriert sich einfach schön. Ich mag hier die Seitenschals, die an der Seite dran sind, plus natürlich hier diese Holzschalusetten, die dran sind. All das könnt ihr auf dem Kanal von Hartmut Konrad sehen, Harco. Und davor noch der Tower, Klassiker. Komm, wir gehen raus. Wir wollen nicht zu viel hier verraten, wollten ja eigentlich nur die Leute ein bisschen auf den Kanal auch mal locken.
Also ihr kriegt da richtig tolle Geschichten. Besonders schön finde ich bei Hako seine Praxistipps, die er immer wieder sagt, wo er sagt, hier, das habe ich erlebt, das müsst ihr machen und so weiter. Da kann man wirklich mit Fug und Recht behaupten, zum Beispiel, wie kriege ich in der Hauptsaison in Spanien mittlerweile einen Platz? Weil er hat es groß gemacht, du weißt selber, ja, fährt seit irgendwie gefühlten 2 Jahrzehnten darunter und länger. Und jetzt auf einmal fährt irgendwie gefühlt ganz Europa Richtung Portugal, Spanien, ja, und du kriegst kaum noch Plätze. Ich glaube schon, dass er das ein bisschen populär gemacht hat, weil ja, er lebt das, oder beide leben das ja, die Rita auch, und ja, die machen das einfach schön und die machen Lust auf diese Sachen und nehmen einem auch so ein bisschen die Angst vielleicht, dass man sagt, oh, was erwartet mich da, und die beiden machen das einfach und die gehen so da locker mit um und nee, das ist toll. So, kommen wir, ich guck mal gerade, ob ich mein Handy dabei habe, dann machen wir mal was, was wir nicht geplant haben, komm mal mit. Wir machen einen kleinen Cliffhanger zum nächsten Thema. Du hast nämlich das größte Variomobil aller Zeiten in der Halle. Kann man schon sagen, oder? Also zumindest mal, was die Wohnfläche angeht. Der. Wir bauen nämlich erstmalig in der Geschichte von Variomobil ein Fahrzeug mit 4 Slide-Outs. Genau. Und das wird auf dem CSD, dem Caravan Salon in Düsseldorf, stehen. Hier ist es, da werden wir gleich ein eigenes Video zu machen. Mhm. Denn du bist nicht Heiko Hülsmann, wenn du nicht das technisch Machbare, denn du hast einen Leitspruch. Wenn es technisch möglich ist, dann kriegen wir es hin. Dann können wir das, ja. Dann könnt ihr das. Zaubern können wir nicht, aber ich glaube, das, was so technisch möglich ist, können wir umsetzen. Und das praktizieren wir hier jedes Mal wieder. Und jetzt eben auch an so einem Fahrzeug, wo wir sagen, naja, da kommt jetzt mal ein 4. Slide-Out rein. Ich glaube, das wird schon cool. Also ich zeig mal, da ist ein Loch. Das ist allein schon so groß wie die Innenstadt von Berlin. Dann ist daneben noch ein Loch. Da wird ist wahrscheinlich Schlafbereich. Guck mal, Schlaf. Genau. Schlafen. Dann gehen wir mal drum rum. Das ist übrigens Fachwerk, habt ihr abgeschaut, 17. Jahrhundert in Bad Öfflingen. Ja, so ungefähr. Nee, das ist halt die Garage, da kommt ein Audi A1 Sportback rein. Das ist die Stahlunterkonstruktion, das heißt, da werden alle Kräfte abgefangen. Das ist der Rahmen unten, genau. Das, was du dann nicht siehst, ist hinter der Verkleidung, hinter der Wand. Und hier geht es eben dann... Warte, wir gehen mal kurz drumherum. Da kommt ein Auto rein, nehme ich an. Genau, der A1 Sportback, wie gesagt, ist in Arbeit. Noch ein Loch. Hier gibt es den zweiten Slide-Out hinten für den Schlafraum. Ja, also einmal ein Bettslide, einmal den anderen Slide hier im Schlafraum mit der Couch. Und dann eben hier vorne im vierten. Noch im Wohnraum der vierte, der dann unsere Sitzgruppe hier ausfährt. Mhm. Du sagst, wenn man denn mal drin ist, dann wird man von den 4, also außen ist es ja ein bisschen zerstückelt mit 4 Stück, aber innen ist das so harmonisch, als wäre quasi der Raum einfach nur vergrößert. Das kriegst du innen gar nicht mit, oder? Naja, mit kriegst du schon, weil du sagst, Mensch, wo kommt denn der Platz hierher? Nee, ich meine aber, dass du genau siehst, wo ist der Slide-Out. Das ist aber alles so schön integriert. Bei den amerikanischen Dingern, gerade den billigen, da kannst du genau sehen, wo fängt der Slide-Out an, wo hört er auf. Ja. Das ist aber hier anders. Das wird hier anders sein und das wird sich schon schön gut integrieren. Und ich glaube, das wird ganz gut aussehen, ja. Sehr schön. Also, hier sind wir. Das finde ich übrigens cool. Bitte anfragen, ihr habt das patentieren lassen, das ist das erste nachhaltige Holzfelge Deutschlands. Ja, genau. Nee, was ist das? Ja, das ist die Abdeckung halt, damit die Felgen nicht beschädigt werden. Ja, damit die nicht jetzt hier während der Produktion verbollert werden, genau. Falls mal was gegenfällt. Ja. Mhm. Heiko, 16. März 2023. Geht auf den Kanal von Hako. Ich werde auch nochmal einen Link machen. Die meisten werden ihn kennen, jetzt mal ganz ehrlich, hat Millionen Zuschauer. Auf jeden Fall, ja. Großer YouTube-Star und er kriegt ein neues Auto. Und müsst ihr ab und zu mal drauf gucken. Am besten abonniert ihr auch Hako. Ganz eben abonniert natürlich uns, ist auch klar. Aber ich denke, das Fahrzeug, ich glaube, er wartet schon lange drauf. Er weiß ja, dass er eins kriegt. Und das, also da wirklich, ist das so ein Feeling, wenn jemand, der so intensiv Vario nutzt, ich glaube, die nutzen das ja fast das ganze Jahr. Ja. Also. Die haben mir mal von den Übernachtungen erzählt im Fahrzeug. Das waren weit über 200. Und
die freuen sich drauf, die warten jetzt drauf, kriegen das Fahrzeug nach der Messe und ja, sind begeistert. Also nach dem Caravansalon? Nach dem Caravansalon, ja. Kommt das Video vorher schon von ihm? Das weiß ich ehrlich gesagt, ich glaube schon, ja. Glaub schon. Okay, auf jeden Fall werden wir das zeigen. Sneak Preview, geht auf den Kanal von Hako, abonniert ihn und schaut immer wieder mal drauf, wenn das Video kommt, es lohnt sich. Und ja, werden wir gleich ein Video machen. Letztes Video für heute, der Vierfach-Slideout in Bohmte in Westfalen. Tschüss.